Hi Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Ja, es war jetzt wieder ein paar Tage Pause und es wird vielleicht auch wieder eine Pause geben, weil ich fahre ja bald in Urlaub und ich habe nicht mehr allzu viel Zeit, um Sachen aufzunehmen. Aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm, denn ich habe ja noch andere Projekte auf dem Hauptkanal, nicht wahr? So. Oh, hab keine Lust mehr. Genau hier. Du hast keine Lust mehr. Oh nein. Aufgepasst. Nein. Es ist geschafft. So geht das. Muss mal ein bisschen beten. Und Sachen einsaugen. So. Das war ja hier das Game, dass man die ganze Zeit Sachen einsaugt. Falls ihr es schon vergessen habt. Und dann muss ich Kristalle aktivieren. Ist jetzt nichts mehr. Okay. Nee, sieht nicht so aus, ne? So, welches machen wir denn als nächstes? Das hier. Wee, 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 wee. Ja, wie gesagt, es tut mir sehr leid für alle, die Final Fantasy sehen wollen, aber... Ja, muss halt gucken, wie ich hinkomme von der Zeit. Ich habe jetzt quasi noch 3 Vormittage Zeit aufzunehmen und ihr versteht sicher, dass ich da mehr Augenmerk auf den Hauptkanal legen muss. So, jetzt geh mal ab, weg, ruhig, auf! Ich muss jetzt erstmal wieder neue Energie tanken. Und das wird natürlich noch mehr Brocken und große Gegner. Ich habe mich doch teleportiert. Genau her. Ab mit dir. Das war's schon. Was? Paranormaler Blick? Jetzt reicht mir aber. Übernimm du. Auf in den Kopf. Auf in den Kopf. Okay, bin ich jetzt blind oder sie ist gestunt, oder? Ich mach mal Aero. So, Gebet. Arbeiten wir zusammen. Das mach ich. Es ist vollbracht! Fertig! Und alle geheilt. Oh, gab das jetzt viel? Oh, ein bisschen mehr als sonst. Ist ja nicht verkehrt. So, dann haben wir da drüben noch einen Abschnitt. Also ich finde, das Beten hätten sie auch ein bisschen beschleunigen können. Dass man einfach mal kurz drückt und schon ist aufgesaugt. Auch schön Buffs abholen, nicht wahr? Klack, 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 klack. Ui, das ist aber viel. Oh ja, das war sehr viel. Ja, das packt wieder ein bisschen rum, das Gestein. Aha. Ein Saphir. Ich bin ja gespannt, was mit den beiden, mit den anderen passiert ist mit der Truppe. Mit Tifa, Barrett und Cloud. Weil das hier ist ja vor der Zeit, als die da bei der Explosion was abgekriegt haben. Kannst du übernehmen? Du bist dran. Na gut, oh, wenn es sein muss. Wie ist das? Das ist ein Kinderspiel. Geh auf, geh!
Spaß. Und es gibt noch eine Materia, die wahrscheinlich ja relativ unbrauchbar immer wieder ist. Wie oft? Wie so oft? Effizientes Blocken. Ja, genau, das meine ich. Brauche ich nicht wirklich. Ich brauche dieses ganze Blocken und Konter-Moves nicht, weil ich das hier nicht benutze. Es geht ja auch so ganz gut. Okay, noch zwei, drei und dann habe ich's. Komm. Dreh. Ja, aber wie gesagt, ich guck mal, dass ich jetzt irgendwie so drei Parts aufnehme. Da muss ich das halt ein bisschen strecken über die Tage, Leute. Ich komme halt am 19. erst wieder. Alter, wie viel braucht das denn? Oh, es hat gerade so gereicht. Krass. Das wird so der größte Abschnitt sein oder vielleicht auch der letzte und ich jetzt erstmal nicht machen soll. Auf jeden Fall übertrieben viel Energie hat das gebraucht. Ja, ich will euch ja nicht ganz auf den Trocknen lassen, aber ich muss auch leider nochmal sagen an der Stelle. Erstens, es wird nicht so gut geschaut. Zweitens kriege ich die ganze Zeit keine Kohle für dieses Video oder diese Videos, weil ja, weil der Rechteinhaber meint, für 10 Sekunden Musik wird das Video halt demonetarisiert, beziehungsweise die kriegen das die Kohle dafür. Das ist cool, ne? Macht voll Spaß, dann Videos zu produzieren. Weil man weiß, es ist für nichts. Außer halt euer Schaufelfliegen. Ach komm. Jetzt fliegst du wieder weg, du Scheißvieh. Sicht, es wird dann gemütlich. Arbeiten wir im Team. Super. Los geht's. Was soll das? Auf die Nuss. Gib alles. Wird erledigt. Und los. Kannst du den Gaffel aufreden? Ja, komm, Liberty ist jetzt ein bisschen zu extrem. Muss ja nicht übertreiben, ne? Okay, das war schon wieder gut Energie, aber ich mache natürlich weiter und hol mir alles. Wenn ich die ganze Energie. Alles beten. Bist du? Noch mehr? Gut. So. Da was um die Ecke noch. Ne. Ne. Ist halt nicht immer irgendwas versteckt, ne? Also, auch wenn es den Eindruck macht. Nö. Dass sie aber nicht einfach so die Energie selbst hier absorbieren kann, die da rumfliegt. Das verstehe ich nicht so ganz. So. Wir müssten vielleicht mal einen Bosskampf bestreiten hier mit der Energie. Weil die voll aufgeladen ist, das wäre ganz cool. Da hätten wir extrem gute Buffs. Vielleicht so ein Trank oder so, ha? Ne, ein Cetra-Reif, okay. Was macht der denn? Oh, ich muss mit ihr das noch skillen übrigens. Ne, das. Doch, das war der. Der hat gar keine. Okay, der hat 41 magische Abwehr, aber keine Slots. Talisman des Finsterreichs. Das ist ein Schmarrn. Dann hat Cloud und Tifa auch noch ihre Fähigkeiten. Naja, wenn ich da irgendwann mal zu komme. Wenn die wieder spielbar sind, dann werde ich es vielleicht mal skillen, dann fertig machen. Hey. Komm, Eris. Schnell. Wir haben keine Zeit. Die anderen werden bald explodieren. Wir müssen vorher noch was tun, wahrscheinlich.
Ja, achso. War noch nicht arretiert. Komm. Das braucht gar nicht so viel. Das braucht fast. Nicht mal ein Viertel, doch. Was würden wir noch ohne Aerith tun hier? Keine Chance weiterzukommen. So, sind da jetzt auch Monster aufgetaucht, oder? Ja, komisch, wenn da vorher keine Monster waren und die dann einfach so reinspawnen. Ich finde es ja mit den Buffs ganz nett, aber irgendwie macht es überhaupt keinen Sinn, weil ich hier sofort wieder dann alle verbrauche, die Punkte. Um die Plattform stehen zu lassen. Aber hier gibt's viel. Ja, es geht. Geht so. Ja, nicht so wirklich viel. Für das letzte habe ich jetzt genau so viel Energie, dass es reicht. Oder vielleicht ein bisschen mehr noch. Kann ja nicht alles hundertprozentig einsammeln. Oder vielleicht erwartet das Spiel das doch. Yeah, yeah, yeah. Oh ja, es wird gerade so reichen, ne? So, Gefäße am Altar der Ordnung. Amber. Ja, Wahnsinn. Du solltest mal eine kleine Pause machen. Ja, genau. Ohne dich ist das sind wir schließlich aufgeschmissen. Du solltest mal eine kleine Pause machen. Gut, aber nur kurz. Aha. Das ist jetzt nach der Explosion, okay. Scheiße. Dass die aber auch alles unbeschadet überstehen. Festung. Kommt man wohl nicht zur Ruhe. Aber jetzt geht es weiter. Ah, oh. Die werden jetzt zu den Kreaturen? Was denn nun schon wieder? Ach du Scheiß. Oi, oh, ja, wie ist das denn? Ist jetzt auch egal, oder? Aber das nicht schon bekämpft, so ein Vieh? Ich weiß ich gar nicht. Ich muss fragen. Kämpfen. Und tschüss! Auf die Tür! Das war's! Los! Jetzt! Das war's dann. Ja! Und tschüss! Der Zauberpart. Keinen Kopf! Bam! Oh, 49. Weiter. Ja, heftig. Die verwandeln sich dann. Mir wären Strudel als Kuchen ja lieber. Wow. Da drüben. Barrett, da war jetzt echt flach. Die schon wieder. Ja, komm, noch nicht lang schnacken. Haben wir jetzt fertig. Hallo? Die Getränke habe ich 14.
Aber was soll der Geiz? Ich habe jetzt auch Geld sparen, macht nicht sehr viel Sinn, oder? So. Punkte. Reicht das auch für was? Ne, reicht nicht für die ganz guten. 25. 25. Also die guten Limits habe ich ja eigentlich schon, ne? Den Feuerstoß, auf wenn der Gegner in den Schockzustand versetzt wird. Okay. Da kommt nämlich das jetzt. Ich glaube nicht, dass wir noch sehr viel Gelegenheit haben, irgendwas zu skillen. Achso, 25. Letzter Strom. Okay, das, ja. Die verschwenkt den Fragezeichen. Den Mogri. Ja, dumm, dass er jetzt nicht mehr da ist, Kaichi. Aber kommt er jetzt gar nicht mehr? Also ich meine, so lange wird es nicht mehr gehen, ne? Wird nicht lange dauern. Das tut weh. Ja. Jetzt. Das war's. Los! Das sollte reichen! Das war's! Das war's! Der Feind ist geschwächt! Los! Das ist aus! Das war's dann wohl! Ja, der wird jetzt gar nicht mehr so viel machen können. Scheiße, ich muss mit Cloud noch die Konterhaltung lernen. Das ist eigentlich auch egal, oder? Es gibt jetzt eh keine neue Waffe mehr. Kann ich mir nicht denken, dass es noch was gibt. Oh. Wir halten hier Stellung. Sir. Prüf den Untergrund. Ach, Achtung! Ja, tschüss. Langsam nach rechts aber, oder? Oh ne, nicht schön, das zu ziehen hier. Es geht so langsam. Könnten das hinkommen? Vielleicht da runterschubsen, das ist der einzige Weg jetzt, was Sinn macht, großartig. Wird das da hier reingeklemmt vielleicht? Jo. Passt doch. Aber hey, ihr könnt so weit springen, ihr werdet da locker drüber kommen. Hier ist zu gefährlich. Wir schließen zur Vorhut auf. Noch mehr von dem Mist. Aha. Komm, hey, was Cooles. Schrei des Planeten für Garrett. Barrett. Garrett der Dieb. Oh, Schrei des Planeten, Alter. Erhöht die ATB-Aufladerate eine Zeit lang extrem, kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. Während des Effekts zwei ATB-Einheiten aufladen. Okay. Beschleunigt das Nachladen von Feuerstoß, physische Attacke, yes. ATB-Boost bei Kampfbeginn, yes. ATB-Ladebonus. Beim Angreifen oder Blocken um 10%. Elementare Materia. Den Schaden von Waffen, die mit elementarbasierten Materia ausgerüstet sind. Oha. Hätte die Energiemenge beim Nachladen von Feuerstoß? Nee. Nehmen wir das. Hast du diese Cetra-Waffen, die sind, oder was auch immer für Waffen, wie die heißen? Aber gut. Ey, damit kann ich dann zweimal Approximationsschuss zum Beispiel machen. Los, gib alles. Dein Einsatz. Hier kommt Barrett. Was für eine Gelegenheit. Unten bleiben, abschauen. Pass mal auf jetzt.
Ja, Befreiung des Geistes. Jetzt lass ich dir mal die Sau raus. Hä? Ach so, funktioniert das. Genau da gehörst du hin. Auf die Trend! Jetzt hab ich dir eine Genialschaft! Feierabend! Ja. Feierabend! Tja, immer Kratos raus. Junge. Ja, ne? Tifa, du willst wahrscheinlich da weggehen. Tifa. Blonk. Scheint noch nicht zu reichen. Wollte gerade sagen, als wäre das schon genug. Oha. Dachte, da kommt jetzt ein Boss. Klappt's ja damit. Ich hätte nichts dagegen, wenn hier noch ein paar Bosse kommen. So ein paar richtig coole. Irgendwie muss man sie doch aktivieren können. Schauen wir doch mal. Ihr könnt mir auch helfen. Da geht's vielleicht ein bisschen schneller. Sag's ja nur. Müsste aber nicht. Alles gut. Lassen wir den doch die Arbeit machen. Aha. Lass mal einen Klopper. Eisenhühner. Auf Nummer sicher. Blitz. Dieser Eisengigant wurde von den Cetra erschaffen, die ihn nicht nur im Kampf, sondern auch in Bauarbeiten einsetzten. Solange er Energie aus dem Lebensstrom absorbiert, kann er beliebig oft wieder auferstehen. Okay, nach einer gewissen Zeit setzt der Eisenhühner Schwertschärfung ein, was sie gleichzeitig schockanfällig werden lässt. Wird er innerhalb einer bestimmten Zeitspanne nicht in den Schockzustand versetzt, führt er einen mächtigen Angriff aus. Wenn er den Schockzustand versetzt, kann die Säule zerstört werden. Was? Und tschüss! Das war's! Nicht übertreiben! Jetzt hab ich hier das Sagen! Mal wieder ein Job für den Onkel! Oh, jetzt schon! Vorarbeit ich geleistet! Ja. Mach die Zeit! Da geht noch was! Das war's dann! Übernimm du. Auf Onkel Barrett ist Palast. Alter, 4000. So leicht lasse ich mich nicht unterkriegen. Ein Barrett, ich brauche meine Pause. Ich mach das. Ja! Hier! Ja! Stirb!
Nicht gut. Mal kurz eine Pause. Ziemlich hart, was? Es wird schon wieder. Es geht los. Na? Ja? Ja. Nimm das. Hol, ja. Ja. Oh, so war aber jetzt Spiralsprung. Barrel tiefer, tiefer stürfen auf Gegner ein. Wird erledigt! Ja! Yeah. Anschlag! Alter! Da, hab das! Bingo! Zack! Das tut weh! Ich seh schon! Hab ich dir perfekt! Viel Erfolg! Zieh dich zurück! Mein Eins. Verrecke! Nimm das! Verzieh dich! Nicht übertreiben! Wurde schon ungeduldig! Achtung, ja, du bist am Zug! Ich leg los! Ja! Schlag! Ja! Zack! Ach komm! Du mutest dir zu viel zu. Das war's. Vielleicht eher Gegenstände. Tut mir leid. Jawohl. Also, geht doch. Das Vieh ist aber nicht kaputt. Oh, fast, ja. Da, also. Ja. Mach was draus. Halten wir die Chance. Das war's. Zack. Abschlag. Mit vereinter Kraft. Schön weiter. Ist gleich erledigt. Zack. Ja. Ja. Ja! Gut. Dann mal runter mit dem Zeug. Okay. Kann er doch nicht wiederbelebt werden, hä? Wenn die Säule kaputt ist, dann ist das vorbei. Achso, hier ist es ja. Ich liebe die Bosskämpfer einfach so sehr. Die sind so cool. Und so zahlreich. Wie gesagt, wenn die anderen mithelfen würden, ging das viel schneller. Oh oh. Oh, scheiße. Okay. Ey, ich frage mich halt, warum sie so viel Schwein haben immer. Ja, toller Plan. Einfach mal auf Glück den Turm umgekippt. Armselig. Los! Oder nie! Bin bereit! Da geht noch was! Stirb! Genau so! Das war's! Volle Kraft! Und tschüss! Sehr gut! Übernimm du! Hier kommt Barrett! Da, also, yippie! Wir haben's geschafft! Yippie! Ach, Barrett, du bist schon irgendwie süß manchmal. Yippie! Okay. Oh, die Musik ist so cool mit diesem unheimlichen Bass. Du bist wie der weiße Hai. Das ist kein Bass, ist ein Cello oder was weiß ich.
Denkst du was? Aber trotzdem sehr unheilsschwanger, die Musik. You spray. Und tschüss! Das war's! Hab alles im Blick. Yeah! Ausgezeichnet! Auf immer Wiedersehen! Ziemlich schwach! Das war's! Hab keinen Kopf! Und tschüss! Und tschüss! Spezialeinsatz! Schon erledigt! Easy peasy! Cloud ist halt krass. Alle sind krass mittlerweile, das finde ich so schön. Schon wieder. Ja. Ja. Komm, dann können wir uns auch gleich nochmal setzen. Ein bisschen auffrischen. Nee, 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 nee. Die besten Plätze. Aha. Ihr seid danach dran. Warum sollte man denen helfen? Und tschüss. Dann mal los. Bis hier und nicht weiter. Jetzt. Das war's. Dann übernimm. Roger, ich übernehme. Was ist denn noch? Handgranate? Sah krass aus. Mensch, Ruth, wie cool! Halt's Maul! Ey, lass doch zusammenarbeiten, Mensch, jetzt. Gute Arbeit, Kleiner. Komm, tiefer! Ich kann nicht mehr aufstehen jetzt. Ist doch mal gut, komm. Übernimm du.
wurde schon ungeduldig. Lustig. Da geht noch was. Du bist am Zug. Eine Lücke. Und tschüss! Und tschüss! Kein Problem. Roger, ich übernehme. Na, aus dem Weg! Batman bringt jetzt auch nichts. Ich durchlöcher dich wie ein Sieg. Hab schon Vorarbeit geleistet. Ja, und tschüss. Dann übernimm. Auf Onkel Barrett ist Verlass. Vergiss, übernimm mal. Lass mich mal. Und tschüss. Ich zähle auf dich. Überrasch mit mir. Lustig. Oh nein. Stromschlag! Lock mal nach hinten so an. Komm schon her! Jetzt wird er mal gestunt, bitte. Yes. Nein! Wow. In letzter Sekunde. Kumpel? Erteilen wir ihm eine Tagslektion. Das tut weh. Verzieh dich! Das war's dann. Ja! Hier kommt Gehör! Hey, komm. Du bist am Zug. Es geht los. Hier geblieben. Abschlag. Zieh dich zurück. Jetzt hör aber auf, Mann. Was? Schluss mit Los Dash. Meine Fresse! Ich mach das.
Das war's! Genug Rot! Das ist persönlich. Spring für mich ein! Du kriegst jetzt erstmal eine geballert, Kollege. Sicher, dass einmal reicht? Oh, komm, Barrett. Zeig's ihm. Das hier ist für Sektor 7. Danke, Partner. Wenn er sie jetzt einfach zerhackt hätte, wäre auch krass gewesen. Einfach so in der Mitte zerhackt. Oder wird's plötzlich voll Splatter. Na endlich! Haben euch vermisst. Wir euch auch. Ey! Gefeiert wird später, klar? Oh, es geht schon wieder irgendwas. Schon wieder einige Stunden zuvor? Jetzt kommt wieder Aerith wahrscheinlich. Also komm, das brauchst du jetzt nicht unbedingt. Also, jetzt sind sie ja wieder zusammen. Was interessiert uns, was passiert ist? Wir müssen zurück zu den anderen. Ja, Mamba. Bin ich jetzt richtig in den Bildern? Übernimm du! Kannst losgehen? Jetzt gibt's eine Lehrstunde! Oha. Oh, es geht weiter mit diesem Beetkram, okay. Ja, warum auch nicht. Ich finde es halt wie immer krass, dass sie da irgendwelche Sachen einfügen oder einführen und... Ne, und da werden die aber manchmal einfach nicht so konsequent durchgezogen, sondern nach ein paar Minuten wieder abgesägt. Und das jetzt mit ihr wäre auch ein bisschen kurz gewesen, ehrlich gesagt. Aber in der Gruppe hätte es ja auch funktioniert, wenn alle wieder zusammen sind. Naja. Alter. Diesmal schaffe ich es. Seht ihr? Wir werden alle zu Monstern, hä? Sehr gut. Aber mit denen eigentlich noch Punkte zu verteilen? Ja, ein bisschen, aber das reicht mir gar nichts. Aber wirklich. Zornesstrahl. Nee, komm, mach ich nicht. Ich mach gar nichts, komm, das macht keinen Sinn. Gibt's noch Energie irgendwo? Ein bisschen? Na, ob ich's vielleicht mal hier ganz voll kriege, wer weiß. Ich glaube aber nicht. Oh, alle vier Buffs. Nett. Und was gibt's hier? Nochmal heilen wahrscheinlich oder so ein Quatsch. Zerstörung. Für diese Barrieren ist das ja gut, aber ich benutze es irgendwie immer falsch. Keine Ahnung. Sieht aber auch heftig aus. Dieser Mahlstrom.
Vielleicht kann sie ja alles wieder reparieren durch ihre Kräfte. Ja, es wird knapp, aber es, ja, es reicht. Locker. Lockerstens reicht es. Ja, gut. Aha. Was ist das denn? Breezy Garmin. Eine neue Waffe für Red. Die letzte. Dieser Halsspruch wurde in einem Verfahren hergestellt, das alles Wissen der modernen Wissenschaft bei weitem übertrifft. Wird ein Angriff rausgeregelt, die verbleibenden TP, desto höher der erteilte Schaden. Bei wenig verbleibenden TP anwenden. Längere Buffs, andere. Physische Attacke, ja, bitte. Wirbelkonter. Erhöht die Angriffskraft bei Wirbelkonter beim Blocken. Schaden von normalen Angriffen. MP hast Maximum, längere Buffs. Ja, komm, ist egal. Warte mal, mehr muss jetzt alles noch. Aerith, Red, und das war's. Gut. Was ist denn für Fliegen hier? Wechsel! Ich werde mein Bestes geben! Friss das! Bereit? Kannst du überleben? Wird erledigt! Alles gut! Was ist das Spiel? Nimm das! Chips, die Leine! Hey. Richtig! Ah. Wir sehen, war ich gut oder was? Oh, das sind aber viele. Aber gibt kaum Punkte. Alter, da drüben sind die Viecher alle. Wie? Keine Punkte? Eieiei, was ist denn hier noch alles los? Ja, ich muss auf jeder Plattform da am Ende die Dinger zerstören. Wow, was war das denn, Aerith? Vor die Ninja-Rolle. Oh, arbeiten wir im Dein Team. Job. Stets zu Diensten. Wir? Der Box nicht. Nein. Aufgepasst. Jetzt der Hauptkampf. Ein Film. Und los. Jetzt ein Angriff. Hier komme ich. Wie wir sehen. Oh. Die Zunge ist so super. Aber kann man auch das Limit machen? Nein, schade. So kann's weitergehen. Wenn das Limit als Frosch ginge, wäre das mega super. Und voll witzig. Cetra Talisman. Den haben wir doch schon, oder? Das war doch der, der so kacke war und keine Slots hatte. Ja, Cetra Reif, Cetra Talisman. Ah, okay, der ist anders. Der hat ein bisschen mehr magische Abwehr.
Ne, ich lass mal die Biker reif, sie ist ja voll die Rockerbraut, ne? Das passt schon bei Aerith. So, dann machen wir die Dinger mal platt, aber das wird leider bis zum nächsten Mal warten müssen, denn der Part ist vorbei. Ich werde halt versuchen, da ich noch weiter aufnehme. Vielleicht ist es ja auch bald fertig. Das wäre gar nicht so schlecht. Also im negativen Sinne, aber dann habe ich nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn jetzt länger nichts kommt, ein paar Tage. Auf jeden Fall danke ich euch schon mal hier fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder nächstes Mal zu Final Fantasy VII. Und ja, bis dann. Tschüss.